Reime finden. Der Fuß der Mure da herunten, letztlich gehalten durch das Geländer, das mit runtergerissen hat, dieses Holzgeländer. Das ist unmittelbar oberhalb des Fangzauns, der da unten steht. Dieser Fangzaun ist aber nur ausgerichtet für Felsabstürze, also kleine Felsbrocken, wenn runtergängen, dass der die zurückhält. Aber der ist natürlich nicht dimensioniert für eine Mure in dieser Größenordnung. Es gibt Murenfangzäune, die haben aber natürlich völlig andere Dimensionen, haben sie völlig anders ausgelegt entsprechend. Ja, das Problem ist auch, wenn diese Mure jetzt nach unten wandert, dann besteht durchaus auch die Gefahr, dass einer dieser großen Bäume mit umkippt und vielleicht dann nach unten hin den einen oder anderen Baum auch mitreißt. Man sieht es auch von hier oben sehr schön, dass dieser Geländeeinschnitt, durch den die Mure wohl abgehen würde, wenn es denn so ist, auch tatsächlich in Richtung der Gebäude, die evakuiert worden sind, zumindest teilweise gehen würde, beziehungsweise dann auch zwischen den Gebäuden Richtung Bundesstraße. Weshalb man jetzt ja auch sich dazu entschieden hat, zum einen die Anwohner zu bitten, die Häuser zu verlassen und auch diese zwei Spuren gesperrt hat, wenn da jetzt irgendein Geröll runter wird, dass dann zumindest nicht irgendwas passieren kann beim Verkehr.